Willkommen, meine Damen und Herren, bei Mystica TV. Heute habe ich einen Weltstar hier, nämlich Penny McLean. Hallo, grüß dich, Penny. Hallo. Das Weltstar stößt mir noch immer auf irgendwie, weil Weltstar ist Michael Jackson oder Beyoncé oder ja, Frank Sinatra, aber in die früheren Zeiten zu gehen, Barbara Streisand. Und ich war zwar in der ganzen Welt und war sicher auch ein Star, aber ein Weltstar ist für mich was anderes. Klar, aber trotzdem, du hast es immerhin in die amerikanischen Billboard-Charts geschafft mit mehr als 1 Million verkauften Platten, mit Fly Robin Fly. Mit 1 Million? Mehr? Erzähl. Ich habe 18 goldene Schallplatten. Alles klar, siehst du, ich wieder. Nein, das muss gesagt sein. Nein, wir haben Verträge gehabt, die uns vor Geld verschont haben. Ja? Also damals war das noch so üblich. Und also dadurch bin ich nicht Millionärin geworden. Hm. Durch alles andere auch nicht. Naja, aber du hast wahrscheinlich viel erlebt. Das war eine wirklich beeindruckende Karriere. Und dann begann aber, ich sage mal, eine zweite, völlig andere Karriere, wenn man es mal so bezeichnen möchte. Ja. Du bist Autorin geworden und hast zunächst einmal mit einer Trilogie über Schutzengel, Schutzgeister viele Menschen bewegt. Und das war Ende der 80er Jahre, noch bevor diese ganze Welle der ganzen Engelbücher auf uns zukam. Ja. Du hast sicher wahrscheinlich auch die ganze spirituelle Szene beobachtet. Mhm. Was würdest du sagen? Ist die Spirituelle, die Esoterik ein bisschen abgeflacht worden heutzutage? Oder findest du auch viele ernsthafte Suche auf dem Wege? Ich finde beides. Also ich finde Leute, die absolute Trittbrettfahrer sind, Kopisten heißen die bei mir, die plötzlich mit heiligen Gerede auftauchen und versuchen, spirituell zu sein. Und dann gibt es die anderen, die wirklich sich bemühen, die auch den Ruf haben. Das ist eine Betätigung, die braucht Berufung. Ja. Also von Auserwähltsein wollen wir gar nicht reden, aber reden wir doch mal von Berufung. Und es geht nicht an, dass ein Verlag irgendeinen Autor beauftragt, doch über das Thema spirituell zu schreiben, was sehr oft vorkommt. Ja. Und sehr oft werden Mensch, da brauchen wir mal wieder was. Ganz genau. Wir da fragen. Und das Schlimme ist, dass solche Bücher manchmal mit Schrot nach Spatzen schießen sehr gut verkaufen. Plötzlich hält derjenige Vorträge. Und wenn du da mal reinhörst, da stehen dir wirklich die Haare zu Berge. Warum? Weil die Ausbildung fehlt. Mhm. Wenn jemand spirituell eine Entwicklung anstrebt oder sie schon beschritten hat, braucht er auch jemand, der ihn begleitet und der ihn ausbildet. Also ganz allein, das habe ich so gefühlt, so geht es auch nicht, weil wir leben in einer Welt der Irrungen und Wirrungen. Es ist eine Welt der Bipolarität, das heißt, alles hat einen Gegensatz, ein Gegenstück. Und wir sind nicht so geboren, dass wir von Anfang an oder im ersten Moment wissen, was ist das Richtige. Und wie begann dein Weg? Hattest du auch einen Menschen oder mehrere Menschen, die du als Ausbilder bezeichnen würdest oder als Meister, von denen du gelernt hast, die dir die Augen geöffnet haben, so ein bisschen? Also das Erste, was ich sagen muss, ist, ich war ein sehr seltsames Kind. Das sagt meine 96-jährige Mutter noch heute von mir. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich zu diesem Kind gekommen bin. Für mich waren viele Dinge, die andere erst später lernen mussten, also in Bezug auf sogenannte Esoterik, die waren für mich völlig klar. Ich musste manche Sachen einfach nicht nachfragen oder lernen. Es war völlig klar. Und ich hatte sehr viele Lehrer und sehr gute, also sehr viele. Ich hatte eine Anzahl sehr guter Lehrer. Die erste war die heute vergessene, damals sehr berühmte Mira von Dietlein. Eine unglaubliche, weise Frau, die wirklich alles konnte, von Tarot bis I Ching. Aber nicht so, wie man das heute lernt. Ja, man lernt 22 Karten auswendig und so, sondern die hat mir das ganz anders beigebracht. Und dann hatte ich natürlich einen Lehrer sehr lange für die jüdische Kabbala. Mhm. Da darf ich nicht sagen, wer es war, weil ich gebeten worden bin, darüber nicht zu sprechen, weil es eigentlich außerhalb dessen war, was man darf als Angehöriger des mosaischen Glaubens. Ja? Und dann hatte ich einen australischen Lehrer, einen neuseeländischen, Südamerika und Amerika, Rosenkreuzer. Also ich bin eigentlich Rosenkreuzer, komme aus der amerikanischen Rosenkreuzerschule von Manly Hall. Ah, wie schön. Also diese alte Weisheitstradition. Die alte Weisheitsschule, ist ja, glaube ich, erstaunlicherweise kaum ein Buch von Manly Hall übersetzt worden.
Ja. Ja. Ist übersetzt worden? Nein, eben erstaunlicherweise nicht. Nein, das wundert mich überhaupt keines. Ja. Es hat mich auch immer gewundert, dass auf diese Quelle der Weisheit nie zurückgegriffen worden ist. Ich habe einmal vor vielen Jahren meinem Verlag angeboten, das zu übersetzen. Da war dann die Rede, aber dann wurde der Verlag verkauft und seitdem ist Totenstille und Manly Hall. Man kann ihn allerdings im Internet anschauen. Du klickst an Manly Hall und du kriegst auf YouTube kriegst du Manly Hall. Ja. Also in dieser alten Weisheitstradition, von denen gilt es schon wirklich zu lernen. Also ich bin sehr verbunden mit der Theosophie zum Beispiel, habe das wirklich studiert, hat mich total berührt und begleitet. Ich auch. Du hast auch in deinen Büchern geschrieben, Rudolf Steiner ist immer für dich ein wichtiger Meister gewesen. Also ohne dieses Wissen geht es gar nicht, oder? Sonst es geht überhaupt nicht. Und ich bin immer glücklich, wenn ich jemanden treffe, der mehr kann als ich. Also voller Bewunderung und voller Freude lernen zu können. Und ich muss dazu sagen, dass Rudolf Steiner, also mein Meister, ich mag das Wort Meister nicht so, aber er mag wohl einer sein, weil er ist der Einzige, der fehlerlos ist. Nur, es hat sich eingebürgert, dass jeder mitredet, wenn um Rudolf Steiner überhaupt geredet wird. Und wenn man dann nachforscht, stellt man fest, dass diese Leute keine Ahnung haben. Der hat, ich weiß nicht wie viele Bücher, also über 300 Bücher existieren von Rudolf Steiner, wobei das Buchwerk natürlich aus dem Vortragswerk resultiert. Genau. Er hat ja ungeheuer viele Vorträge gehalten. Das ist eine Gnade der Redner gewesen. Aber allein, wenn man diese Vorträge liest, es ist ein solches unfassbares Wissen. Und es war ja der Letzte, der wirklich nachweislich die geistige Schau hatte. Also der konnte sich alles anschauen in der Vergangenheit, in der Gegenwart. Und die Warnungen, die Rudolf Steiner ausgesprochen hat für die kommende Zeit, in der wir jetzt sind, weil er hat damals die Vorträge, die wichtigsten waren zwischen 1900 und 1925. Und wenn man die kommende Zeit, also die Jahre nachher nimmt, was hat er gewarnt, was hat er erzählt, wie sehr die Technik und überhand nehmen und das Bewusstsein abnehmen würde. Und was passieren würde, wenn die Leute nicht erkennen würden, den Hintergrund, um was es wirklich geht. Also hätte man auf ihn gehört. Aber wie gesagt, dieser Planet ist ein Planet der Polaritäten und die einen sagen hü, die anderen sagen hot und jeder glaubt, er hat recht. Ja. Ja, was mir bei deinen Büchern auch gut gefällt und deswegen sehe ich dich schon auch so ein bisschen als spirituelle Lehrerin, du sagst eben auch, spirituelle Entwicklung geht nicht an einem Wochenende, es ist ein Bewusstseinsweg. Und, Thomas, eine spirituelle Entwicklung kann innerhalb einer Sekunde sein. Okay. Es gibt Menschen, die eine spontane Erleuchtung haben, also das soll es schon gegeben haben, nur wir reden hier nicht von Ausnahmen. Der normale Entwicklungsweg ist mit Hilfe des Lebens, mit Hilfe von Erinnerung im wahrsten Sinn des Wortes und mit Hilfe natürlich von Lehrern. Und ich sage immer, sag mir, wer dein Lehrer war und ich weiß, wer du bist. Ja, weil was glaubt man? Wo wacht die innere Antwort der Seele auf, die zu dem, was man lernt, Ja sagt? Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig zu sehen. Was ist denn jetzt so ein guter erster Schritt, wenn man sagt, ich will jetzt wirklich weitergehen, ich will mehr verstehen, mehr lernen? Geht es da darum, erstmal die Gedanken zu verstehen, wie die funktionieren? Ja, also die Kontrolle der Gedanken ist ja eines meiner großen Lehrthemen in den Kursen auch. Aber ich denke, das Erste, was geklärt werden sollte, ist, wo will ich denn hin? Also wo geht meine Seele hin? Ja. Ich finde, wer bin ich erstmal? Ja? Ja. Und ich finde, es muss ein grundlegendes Christusverständnis da sein. Und zwar nicht dieses katholische Christusverständnis, sondern ein christliches Verständnis der Mysterien, die sich vor 2000 Jahren abgespielt haben, weil die waren doch relativ umfangreicher, als die Kirche sich je bemüht hat, dem Volk, in Anführungszeichen Volk, mitzuteilen. Und ich finde, wenn jemand das Mysterium von Golgatha begriffen hat, dann hat er eigentlich gar keinen anderen Weg mehr innerlich, als genau den Christusweg zu gehen. Und das ist jetzt nicht, ach Gott, wieder das Katholische, das Heilige. Nein, es ist, wenn man wirklich hinter den Vorhang schauen kann, was man nur ab und zu kann. Weil wenn man es dauernd tut, dann will man hier nicht mehr bleiben. Ja, wirklich.
Wahrscheinlich, ja. Dann erkennt man das so glasklar, dann sieht man den Weg so genau. Und dann sieht man auch, was die Verführungen heute sind und die Verblendungen. Mhm. Und das tut einem dann weh. Also wenn man weiterkommt auf dem sogenannten Einweihungsweg, Initiationsweg, wird man sehr empfindlich für die Ungerechtigkeiten und die ethisch-moralischen Fehlgänge dieser Welt. Mhm. Und das Schmerz, es ist ein körperlicher Schmerz, ein seelischer Schmerz, der sich auf den Körper überträgt. Mhm, also so empfinde ich es schon. Ja. Und gab es für dich ein oder mehrere wichtige Schlüsselerlebnisse, wo sich für dich ganz viel plötzlich geöffnet hat auf deinem Weg? Tausend. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich zuerst erzählen sollte. Ich erzähle solche Geschichten auch nicht gerne, weil sie sind sehr intim. Ja, natürlich. Sie könnten immer erfunden sein, sie könnten immer ausgeschmückt sein. Tragen auch zur Legendenbildung bei, aber helfen oft gar nicht so auf den eigenen Bewusstseinsweg. Ja. Ich habe in meinem zweiten Buch, also Kontakte mit einem Schutzgeist, mein erstes Buch war ja ein Roman, die Adeline und die vierte Dimension. Also da habe ich schon beschrieben, was ich alles erlebt habe. Und ich habe unfassbare Dinge erlebt. Unfassbar. Also Gott sei Dank sehr viele Unterzeugen, die dann daneben standen und sagten, was war das jetzt, wie ging das jetzt? Mhm. Und für mich war das letzte wirklich wunderbare Erlebnis vor wenigen Tagen. Ich stand an einer Haltestelle in Wien, S-Bahn, U-Bahn, also da war wirklich kein Baum, nichts in der Nähe. Und ich hatte gerade wirklich ein paar sehr, sehr schmerzliche Mitteilungen bekommen und sehr unangenehme Dinge erfahren. Und ich stand da und dachte, lieber Gott, das Blatt muss sich wenden. Das Blatt muss sich wenden. Wenn jetzt nicht Hilfe kommt von höherer Stelle, wird es nicht geschehen. Lass das Blatt sich wenden. Im selben Moment weht mir ein Blatt in die Hand, in die hängende, geöffnete Hand. Mhm. Ich habe es aufgehoben, ich habe es in meiner Tasche, immer bei mir. Schön. Ja, das kann kein Zufall sein. Und in einer U-Bahn-Station, hallo, ich habe nie wieder vorher ein Blatt gesehen in einer U-Bahn-Station, also in Wien, hier in München, schau mal vor, das ist grüner rundherum. Es gibt auch grüne U-Bahn-Stationen in Wien, ja, aber das war jetzt eine, wo das nicht so war, sonst wäre das Phänomen auch nicht so frappierend gewesen, glaube ich. Schön. Sehr schön, ich war so gerührt, ich bin da gestanden, ich habe die nächste U-Bahn vorbeigehen lassen, weil ich erst mal wieder Atem holen wollte, weil das sind so wie bei C.G. Jung, der Käfer am Fenster, erinnerst du dich? Ja, das berühmte Beispiel, Synchronizität. Ja, richtig. Ja, also sich selbst zu erkennen, ist vielleicht so der Beginn. Was hilft mir da? Du warst wahrscheinlich auch immer schon auf der Suche, hast immer wieder andere Facetten deiner selbst wahrgenommen, warst dann eben irgendwann in dieser Karriere als Sängerin. Hast du dich da als dich selbst empfunden oder hast du das Gefühl gehabt, das bin ich gar nicht, aber jetzt bin ich schon auf dem Weg? Also ich hatte eine tolle Hilfe zu Hause. Mein Stiefvater, den ich sehr liebte, er war Neurologe und Psychiater. Und durch ihn habe ich Leopold Sondi kennengelernt. Leopold Sondi ist heute vergessen, obwohl er eigentlich in das Triumvirat Jung und Freud gehören würde. Adler, weiß ich nicht, aber Jung, Freud, Sondi sollte immer zu dritt genannt werden. Ja, auch noch nie gehört. Ja, eben. Und Sondi wird gelehrt in Zürich. Und Sondi, der einer der ersten Genetiker war, der sich wirklich mit Genetik ausgekannt hat und Professor der Psychologie war, auch klinische und so weiter, der hat ein Werk herausgegeben, die Ich-Analyse, und einen kleinen Abriss seiner Lehre, Freiheit und Zwang im Schicksal des Einzelnen. Das sollte an jeder Universität gelehrt werden. Ich weiß gar nicht, wie man leben kann ohne. Und der hat differenziert zwischen Zwangsschicksal und dem Aufwachen eines Menschen im Selbst und gegen dieses Zwangsschicksal in einem gewissen Rahmen zu handeln. Also Zwangsschicksal von den Eltern, parallel. Von der Gesellschaft? Oder wie ist das gemeint? Du hast grundsätzlich ein Schicksal. Der unveränderbar. Ja, okay. Das ist wie wenn du in einen Zug steigst von München nach Hamburg. Dann weißt du, die Stationen sind das. Mhm. Die musst du passieren. Was du im Zug machst, das ist der freie Wille. Also ob du jetzt Würstel essen gehst im Speisewagen oder dich mit jemandem nett unterhältst. Also ein Lebensplan, der in gewissen markanten Punkten vorgezeichnet ist, würdest du sagen. Ganz genau.
So ist es. Und was er auch bringt in seinen Büchern, was ich hochinteressant finde, ist das, das sogenannte genotropische Feld. Das genotropische Feld ist ein Mischfeld von Energiefeldern. Also es kommen, sagen wir mal, zwei oder Leute zusammen. Das Mischfeld weckt die sogenannten latent-rezessiven Gene auf. Das heißt, ein genetisches Material, das eigentlich normalerweise ruht und erst aktiviert wird durch das Gegenübertreten eines oder mehrerer Menschen. Deswegen werden manchmal ganz brave Familienväter plötzlich zu Mördern, weil sich auch ein Potenzial aufstaut im Laufe der Zeit. Und er bringt eine wunderbare Aufschlüsselung von Zusammenhängen zwischen Vorfahren und dir, dem Nachfahren. Und das finde ich sehr wichtig, weil die Vorfahren sind ungeheuer wichtig. Und ich finde sehr interessante Wege, also ich beobachte interessante Wege, um das zu klären. Aber der genetische Weg ist unfehlbar. Mit dem kannst du wirklich klären, wie diese Dinge zusammenkommen, was sie in dir erwecken und warum du so und nicht anders reagierst. Und vor allem gibt es dir eine Chance zu differenzieren zwischen deinem absoluten Wesenskern, der immer wieder inkarniert, und den Mitfahrern im Bus. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, die ich angezogen also, du bist habe, der die Chauffeur. Aber auch Energien sind, die ja, auch mit Vergangenheiten zu tun haben, die mit Gedankenmustern zu tun haben und all so Zeug. Ja, wir haben von außen Einflüsse, ja, von den Wesen, die sich uns anschließen durch Ähnlichkeit. Mhm. Gleich und gleich gesellt sich gern, das kennen wir immer. Und was du billigst noch so fern, ist nach Tagen oder Wochen dein. Und das eben auch im Feinstofflichen, was oft unterschätzt wird. Ja, aber wie? Ich bin froh, dass du dich auskennst. Ja, es ist immer schwierig, weil wenn man Partner hat, Gesprächspartner, die mit dem Fach überhaupt nicht zu tun haben wollen und das halt machen, weil halt gerade und so weiter. Ja. Nee, ich liebe es, in die Tiefe zu gehen mit diesen Themen. Ich auch, ja. Von dir zu lernen. Und, ich auch. Ich höre auch gern, also wenn jemand kluge Dinge sagt, das ist wie gut essen oder wie ins Museum gehen oder in einem wunderbaren Konzert sein. Ich war vor ein paar Tagen bei der Echo-Klassik-Verleihung im Gasteig und da hat mich ein Mensch zu Tränen gerührt, und zwar Felix Klieser hieß er, ein Hornist, der den Klassik-Echo-Preis für Horn gewonnen hat. Er hat keine Arme. Er hat keine Arme und spielt dieses unglaublich schwere Instrument mit dem Fuß. Er hält es auf der einen Seite mit dem Fuß und mit dem anderen Fuß spielt er meisterhaft Horn. Und der Saal hat ihm völlig zu Recht eine Standing Ovation gegeben, weil das war der Sieg des Willens über eine wirkliche Behinderung. Ja? Ich war so gerührt durch dieses so fröhlich und ausgeglichen daherkommende Menschenkind, der sich da hinsetzt und den Saal beglückt mit wunderbarer Musik. Ja. Nicht da sitzt und sagst, ja, also jetzt sollen mal alle anderen was tun, sondern das Unmögliche möglich macht. Und da knie ich. Wow. Ja. Da stehe ich nicht nur auf. Das ist ein echtes Wunder. Ja. Ja, Anna, der hat seinen Weg gefunden. Anna Netrebko war auch ganz gut. Auch ganz hübsch gesungen, ja. Ja, also den eigenen inneren Weg zu finden, zu erkennen, macht uns das letztlich frei, wenn wir wirklich immer mehr lernen, uns treu zu sein, unseren Weg zu gehen? Weißt du, das ist eine schwierige Frage, wenn man tiefer ins Thema eingestiegen ist. Das mag sein. Es ist ja so, wir sind auf dem Weg, also wenn man ganz genau hinschaut, der Erlösung. Und wenn man das Wort ganz genau anschaut, dann musste ich mich doch eigentlich zuerst mal lösen. Dann ist die Frage von was. Ja. Und das Lösen, es ist ganz einfach, ist vom Abhängigsein an Materie, das Abhängigsein von Profilneurosen, also von Macht, Darstellung und von Sex. Jetzt werden alle sagen, ach, jetzt kommt wieder die Zölibatsgeschichte und was weiß ich. Schönes Sex, aber Sex, es geht hier um Begierden, ne? Es geht um Triebhaftigkeit. Ganz genau, es geht um Ausgeliefertsein an diese Dinge. Ja. Ich habe Freunde, die sind Multimillionäre und sind hochspirituell. Die leben relativ einfach, ja. Aber sie subventionieren Newcomer. Und das läuft wunderbar. Und selber leben sie, also du würdest denken, das ist ein Beamter, dem es ganz gut geht. Ja, aber nichts übertrieben oder weiß Gott, Markenartikel für die Kinder, im Gegenteil. Und das sind die Leute, die mir gefallen. Ja, schön. Die möchte ich gern um mich haben. Schön.
Ja, du sagst ja auch in deinem Buch, das ja sogar so heißt, lass los, was dich festhält. Was ist denn das alles, was uns festhält? Genau, das Buch davor. Ja. Das ist das Buch davor. Genau die drei Punkte, die ich gerade gesagt habe. Da geht es um Besitz, Macht und Sex. Und das ist und genau diese unglaublichen Abhängigkeiten, diese Vorstellung, die uns auch suggeriert wird von Anfang an. Du musst etwas werden, dadurch, dass du etwas tust, was viel Geld bringt. Ich werde nie vergessen, ich hatte einen Bekannten, der sagte, ich bin Hals-Nasen-Ohrenarzt geworden, weil da müssen sich die Leute nicht ausziehen, da geht es schneller. Ich habe mich sofort von ihm getrennt. Das ist niemand, den ich enger um mich haben möchte, mit so einer Einstellung. Wo ist denn der hippokratische Eid? Da stelle ich mir was viel Höheres drunter vor. Ja, dieses absolut innerlich getrieben sein, Freude dran haben, jemand anderem zu helfen, in eine bessere Situation bringen und ihn auch aufzuklären, warum das, was er hat, ist. Und dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit als nur 7,3 Minuten. Die vorgeschriebenen 10 Minuten für einen Patienten. Weißt du? Tür auf, Tür zu. Zettel ausschreiben. Exen hopp. Ja, das ist kein schönes Vorbild. Nein, das ist kein schönes. Ja, aber was hält mich fest? Okay, diese drei Punkte. Was hilft mir, mich da jetzt immer mehr zu klären? Also es ist wohl eine Bewusstseinsarbeit, eine Art der Wachsamkeit, eine Art zu erkennen. Was schadet mir? Wahrscheinlich erkenne ich immer mehr Dinge, die mir schaden, die ich normal so mitlaufen ließ. Also ich glaube, es hilft sehr zu differenzieren die Denkvorgänge. Also darüber habe ich selber gelernt, weil ich habe festgestellt, ich habe Denkvorgänge, die absolut nicht meine Urdenkstimme haben. Also meine eigene. Ich bin nicht schizophren übrigens. Also das unbewusste Herumdenken, wo man gar nicht wirklich wach denkt, oder? Ja, so? Ja, wenn man weiß, wie Denken funktioniert und dass über den Astralkörper sehr viele energetisch wirkende Muster eindringen können in dich selber. Und du denkst, das sind deine eigenen Gedanken. Und ich habe gelernt, also mit Hilfe auch von Lehrern, zu differenzieren, was bin denn ich, was ist meine eigene Strebung, das ist ganz wichtig, sonst kommst du vom Hundertsten ins Tausendste. Und wo sind die Angebote, denen man folgen sollte und wo sind die Verlockungen, denen man Nein, Danke sagen sollte, von Anfang an. Das heißt jetzt nicht, dass man starr, darf ich das jetzt, sondern dass man sich auch beobachtet, wie reagiert denn meine Seele. Und was ich wichtig finde, ist die Veredelung der Seele. Das kann man selber tun. Es hat auf dieser Erde unglaublich viele Menschen gegeben, die edelstes Gedankenmaterial in diese Welt gebracht haben. Und dahinter stehen ja Genien. Das heißt, in dem, was wir hier lesen können oder anschauen können, an diesen schönen Dingen, die wir schon bekommen haben, steckt ja noch immer der edle Geist. Wenn ich daran teilnehme... Ist sozusagen auch eine Folge des Geistes, wie es so. Ich sage immer, wenn man sich in Rosenwasser taucht und herauskommt, riecht man anders, als wenn man in eine Gülle sich taucht. Fürwahr. Ja, und viele Leute tauchen sich gern in eine Gülle, so wie manche Leute wahnsinnig gern die gute Landluft. Aber warum tun sie das? Aus Gewohnheit, weil sie es nicht anders kennen? Weil sie denken, das ist normal? Man tut es doch nicht freiwillig. Thomas, es ist einfacher. Das ist wohl und der Mensch ist bequem, ich auch. Also man setzt sich lieber hin, als dass man rennt. Ja, ja, ja. Normalerweise. Es gibt halt Leute, die rennen lieber, als dass sie sitzen. Ja, aber da gehöre ich und viele andere auch nicht dazu, obwohl ich mich gern bewege natürlich. Aber der Mensch neigt zu Bequemlichkeit und neigt dazu, Hindernissen auszuweichen. Das ist natürlich, das tut jeder Hund, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und natürlich gibt es Dinge, denen man ausweichen muss und sollte, auch anstrengungsmäßig, dass man sich beobachtet, was möchte mein Körper. Mein Körper ist eine Leihgabe, es ist ein Leasing-Objekt für eine gewisse Zeit. Ja? Ich muss ihn nachher abgeben, da gab's, fällt mir gerade ein wunderschönes Lied von Löwe. Die Uhr, ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir. Und da ist die Rede vom Herzen. Ja? Und der letzte Satz oder der letzte Vers davon ist, hoffentlich kriege ich es hin, eines Tages, dann gebe ich sie ihm zurück, die Uhr, mit dankbar kindlichem Flehen. Sieh, Herr, ich habe nichts verdorben. Sie blieb von selber stehen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also ich habe meinen Körper nicht überanstrengt, ich habe ihn nicht missbraucht, ich habe ihm gegeben, was er notwendig hatte und ich habe Rücksicht auf ihn genommen. Das ist eine
Leihgabe, ein unglaubliches Geschenk, ein Meisterwerk des Universums. Und ich meine, wenn ich mir heute einen Porsche anlege, dann pflege ich den auch, ja? Oder auch wenn ich mir einen Smart zulege, dann pflege ich das halt ein neues Auto und das hat man gern, wenn es schön sauber ist. Manche Leute gehen mit ihrem Körper um, da stehen mir die Haare zu Berge. Pflegen tatsächlich ihr Auto ganz toll, aber Körper wird vergessen. Ja, aber was die in sich reinschütten und was die an ihren Körper dran lassen, auch an Menschen. Ich meine, wenn ich in meine engste Aura einen Menschen nehme, der eine wirklich nicht gut riechende Aura hat, ich bitte das bildlich zu nehmen, ja, also ja nicht wieder sagen, aha, Penny kann Aura riechen, kann ich nicht. Das geht nicht. Man muss sich selber hinterfragen, man muss selber sich die Sinne schärfen und nicht nur riechen, hören, sehen, nervös werden, wenn man nicht mehr richtig sieht, ja, aber nicht nervös werden, wenn die höheren Sinne nicht funktionieren. Die muss man genauso trainieren wie die anderen Sinne, ganz klar. Bevor wir in einen zweiten Teil über dein neues Buch sprechen, will ich noch aus deinem vorigen Buch etwas zitieren, da geht es ums Ego. Wird ja auch oft missverstanden, was ist denn jetzt das Ego? Ich zitiere dich mal, wenn ich darf. Ja, ich bitte darum. Gerne. Solange das Ego nicht erkannt und beaufsichtigt, also ständig beobachtet wird, werden Sie der Reiter sein, der mit dem Sattel auf dem Rücken hinter dem Pferd herrennt. Wie ist das gemeint? Was, das habe ich geschrieben? Ja, das ist ein kluger Satz. Ja. Ich kann mich manchmal nicht erinnern, was ich geschrieben habe. Ich schreibe viele Dinge sehr an... die Wesen angeschlossen, die auf meine Bitten hin mit mir die Bücher arbeiten, nennen wir das mal so. Das Ego ist der Teil des Menschen, der in der Materie, also hier bearbeitet werden muss, weil sonst habe ich umsonst inkarniert. Ich komme hierher, um diese Anbindungen zu durchschauen und sie in eine Balance zu bringen. Ich bin absolut gegen Abschaffen von, ja, sondern ich kann Dinge transformieren, ich kann sie verändern, also anders machen. Ich kann nichts abschaffen. Ja, ich kann selbst auch Energie nicht stoppen, wenn, dann höchstens verwandeln. Ne? Ich kann sie nur verwandeln, ja. Ich kann mir ein Bein abhacken, aber im Unsichtbaren ist es noch immer da. Und was habe ich dann davon? Dann hinke ich hier in der Materie herum. Also das bringt alles nichts. Sondern ich muss mein Ego erkennen. Ich muss, was ich sehr hilfreich finde, jeden Abend überdenken. Was habe ich heute getan? Mit wem habe ich gesprochen? Wie habe ich das getan? War ich liebedienerisch, also opportunistisch? War ich zu jemand freundlicher, weil ich was von ihm erwartet habe? Ich habe gestern Abend gerade einen Vortrag gehalten. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, ich behandle meine Putzfrau so wie die Königin Elisabeth und würde Königin Elisabeth so behandeln wie meine Putzfrau. Und ich würde beim einen nicht überreagieren und beim anderen auch nicht, ja, jetzt machen Sie halt einmal das und so. Ich finde das unverschämt, das ist ein Mensch, der mir hilft und ich bin so dankbar, auch wenn das gegen Geld ist, weil was soll das, ja, das ist ja nur ein Leistungsausgleich, das hat doch nichts mit dem Menschlichen zu tun. Und es ist mir nicht verständlich, wie man so unglaublich unverschämt mit Menschen umgehen kann. Ich stand vor 14 Tagen irgendwo und wollte einparken auf der Straßenseite und ein Mann kommt und fährt hinein, hat mich genau gesehen, blinkend schon in der Anschräge und fährt rein. Dann bin ich rübergegangen, habe gesagt, sagen Sie, haben Sie nicht gesehen? Dass ich sagte, da habe ich schon gesehen, aber das ist mir jetzt im Moment wurscht. Und Sie können sich ruhig aufregen und so. Dann habe ich gesagt, wissen Sie nicht, dass das auf Sie zurückkommt, was Sie tun? Nicht, dass Sie da eingeparkt sind, sondern die menschenverachtende Haltung, die Sie gerade jetzt gezeigt haben. Wahrscheinlich dann auch wieder die Übung für einen selber, sich nicht ständig dann nur noch aufzuregen und den wieder zu bewerten. Aber im Moment ist es schon mal Nein, es geht nicht um Aufregung irgendwas. Es geht darum, wie behandle ich andere Menschen. Also es fängt ja in der Familie an. Und das ist ja, wäre ich ein Mann gewesen, hätte das nicht gemacht. Es ist auch eine Frauenverachtung. Und wäre ich auch vielleicht eine junge, schöne Frau mit langen, und was weiß ich, sexy, ja. It-Girl. Ich wusste damals gar nicht, was das ist. Dann wäre es vielleicht auch anders gegangen. Aber eine ältere Dame, komm, reg dich doch ab, du alte Kuh. Ja, das ist keine Haltung. Früher war man freundlich zu älteren Leuten, sogar respektvoll, wenn man Erziehung hatte. Ja? Ich hatte noch gelernt, dass man älteren Damen die Hand küsst.
Absolut, so gehört ja, sich auch an. Und knickst. Ja. Gut, das hat man dann gemacht in den Mantel bis 14. Und all dies. Gut, ich habe eine Freundin, die ist auch sehr selbstständig in ihrem Denken und Fühlen. Da ist es dann immer so, soll ich ihr gerade in den Mantel helfen? Manchmal will sie es, manchmal will sie es nicht. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Aber ich finde schon auch, das anzudeuten, die Bereitschaft zu zeigen, das ist schon was Schönes. Das hat was von Gentleman-like. In Wien. Das musste ich auch wieder ein bisschen erst wieder lernen, muss ich zugeben. Ja. Ja, in Wien? In Wien haben wir eine Tanzschule, eine berühmte Ellmeier. Und da lernt man diese Dinge. Und ich höre von Herrn Ellmeier, dass die Schule überlaufen ist. Boah. Also sehr viele junge Leute, die dann auch zum Opernball gehen wollen. Wir brauchen jetzt nicht streiten, ob Opernball gut ist oder nicht gut. Oder wer was Spaß auch dran immer. Hat, ist doch wunderbar. Es zeigt sich, dass es viele junge Leute gibt, die Freude haben an guten Manieren, die gerne wissen wollen, wie der Knigge geht, ja, und die sich auch bemühen, sich schön auszudrücken. Wir haben einen Verfall der Sprache, so im Schnitt, ja, der beunruhigend ist. Und das ist nicht schön, weil wir sind in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Raum doch Menschen, die ein ungeheures Ausdrucksspektrum haben, viel mehr als im Englischen. Also wir werden übertroffen vom Griechischen, vor allem vom Altgriechischen werden wir übertroffen. Okay, aber das sind ja Sprachen, die mutiert haben. Neugriechisch ist durchaus unähnlich, also ähnlich, aber anders. Und Latein spricht auch keiner mehr. Und ich finde, dass Deutsch eine unfassbare Sprache ist. Unfassbar. Also was da für etymologische Wunder dahinter stecken. Natürlich vieles aus dem Griechischen, vieles aus dem römischen Sprachgebrauch, aber trotzdem so gut verpackt, dass man es gar nicht mehr merkt. Ich mag die deutsche Sprache auch. Ich finde es toll. Ja, ja. Ich habe nicht so die Vergleichsmöglichkeiten. Ich kann eigentlich nur gut Deutsch, bisschen Englisch, aber ich liebe es, bin gerne hier. Ja, das reicht doch auch. Ich meine, wenn man in andere Sprachen geht, wo finden wir denn einen Rilke? Also genau Qualität. Wo finden wir einen Schiller, mein Liebling? Ja, Goethe. Ja, aber Schiller ist Liebling bei mir. Setze ich persönlich. Seine rein subjektive Beurteilung. Ich setze ihn über Goethe. Aber Faust ist natürlich gewaltig. Ich weiß, ich bin ja nicht blöd. Rilke ist schon auch toll. Also, ja, gibt es auch. Ja, Rilke Schönes. Ist eine ganz andere Sparte, muss ich sagen. Aber Schiller berührt mich. Sag mir doch ein Gedicht von Goethe, das so berührt wie die Bürgschaft. Von der Dramaturgie auch. Ja? Weil es ist das, wenn es ein Hohelied auf Treue und Freundschaft und Liebe gibt, die Agape-Liebe, ja, dann ist es die Bürgschaft. Also ergreifend, ergreifend. Wenn Sie es noch nicht, Übrigens, das will ich bitte. Aber bitte, bitte YouTube anklicken, die Bürgschaft, gesprochen von Oskar Werner. Größte Schauspieler, der je gelebt hat. Subjektive Beurteilung. Cool. Wissen Sie was? Wir werden Ihnen den Link unten als Text einbauen. Ja, wunderbar. Sehr schön. Vielleicht letzte Frage, auch keine einfache Frage, aber es macht ja gerade Spaß bei spannenden Fragen. Was bedeutet für dich letztlich Spiritualität? Ist es ein wirklich hier und jetzt im Alltag voll und ganz Dasein? Absolut. Also jeder, der abhebt, da hat Spiritualität keinen Wert mehr. Wir kommen in dieses Leben, um dieses Leben zu leben. Weil die Leute kommen und sagen, was ist der Sinn des Lebens? Dann sage ich erst einmal das Leben. Und zu erfahren, von diesem Riesenbuffet, was ist für mich gut? Was soll ich von diesem Riesenbuffet für mich verwenden? Und was will diese Welt von mir und ich im Gegenzug von dieser Welt? Und was kann aus diesem Zusammenspiel erwachsen, was allen nützt? Cool, wunderschön. Ich danke dir. Liebe Penny McLean, ganz klasse, hat total Spaß gemacht. Das ist nicht einfach, so ein Interview zu halten. Das sind gute Fragen. Wenn gute Fragen sind, kann man gut antworten. Ich habe einen so einen wunderbaren Gesprächspartner wie dir. Danke, ich danke dir. Klasse. Wir sehen uns wieder bei einem zweiten Teil. Da haben Sie sicher auch Lust drauf. Da geht es um keinen Kredit vom Universum. Bis dann.